Ja, lieber Andreas, vielen Dank für die Einladung. Eine Einführung zu diesem bemerkenswerten Werk, das nackt wie Gott sie schuf, ist zu halten. Und ich möchte Sie alle beglückwünschen, die Sie heute Abend den Weg hierher ins Kino gefunden haben. Denn neben seinen filmischen Qualitäten handelt es sich um einen wirklich seltenen Film, was die Sicht und Aufhörbarkeit anbetrifft. Zur Vorführung kommt die bestmögliche bekannte 35 mm Kopie, die den Film in seiner vollen ursprünglichen Farbpracht wiedergibt. Dazu sogleich noch etwas näher. Die heutige Vorführung ist Teil der großen, von Olaf Möller zusammengestellten Schau Geliebt und verdrängt, das Kino der jungen Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963, die die Retrospektive des diesjährigen Festivals in Locarno bildete und nun seit Mitte Oktober hier im Kino des Deutschen Filmmuseums nachgespielt wird, und zwar mit überwiegend anderen Titeln als in Locarno. Dieser Film etwa wurde dort nicht gezeigt. Man kann nur hoffen, dass diese Reihe und die dazugehörige Publikation dazu beitragen werden, den dem BRD-Kino dieser Zeit hartnäckig anhaftenden Ruf zu zerstreuen, ein steifes, provinziell borniertes, konservatives Kino von vorvorgestern zu sein. Gerade in der für das Filmmuseum getroffenen Auswahl lassen sich viele extrem beredte Gegenbeispiele ausmachen. Dies gilt sowohl für den kunstvoll gestalteten Autorenfilm, wie etwa Rose Bernd von Wolfgang Staudte oder Viele kamen vorbei von Peter Pevers, als auch für den dezidierten Populärfilm Reiße, wie man es früher bezeichnet hat, der mit visuellen Schauwerten und filigranen Verwicklungen unterhalten will. Innerhalb dieser Kategorie dürfte Nackt wie Gott sie schuf der im positiven Sinne spekulativste sein, seine Inspiration gleichermaßen aus der Kolportageliteratur wie auch aus dem Heimatfilm schöpfend. Vielleicht aber eines vorweg, und es wird den Filmgenuss dann doch nicht zu sehr verderben: Das Sie im Filmtitel bezieht sich nicht, wie man es wohl überwiegend zunächst vermuten würde und worauf wahrscheinlich der zeitgenössische Kinoverleiher auch spekuliert haben dürfte, auf eine einzelne weibliche Hauptfigur, sondern vielmehr auf ein ganzes Kollektiv. Eigentlich alle im Film agierenden Figuren sind die Sie des Titels. Ohne ein Psychogramm oder eine tiefschürfende Demaskierung sein zu wollen, wird die existenzielle Situation des Films, er spielt in einem Bergniemandsland in den Dolomiten, zu einem stimmigen Hintergrund für das Geschehen. Dieses fasste der Spiegel anlässlich der Uraufführung des Films am 28. November 1958 so zusammen, ich zitiere: Es agieren abwechselnd ehrwürdige, besinnliche Bergmönche und johlende, fluchende, mit billigen Mädchen behaftete Bauarbeiter. Zwischen Gottesdienern und Gotteslästerern entbrennt ein Streit um die Wasserzufuhr. Und in diesen Konflikt tritt eine Frau aus der Stadt ein, gespielt von der Italienerin Marisa Alessio, bisweilen als italienische Jane Mansfield bezeichnet, womit eine Berühmtheit als Sexsymbol gemeint ist. Hatte Alessio eine sehr kurze Filmkarriere, die schon im Jahre der Uraufführung von Nackt wie Gott sie schuf endete. Und kurz darauf verschwand sie auch aus dem Filmbusiness, um in die Ehe mit einem italienischen Adligen einzutreten. In dem begleitend zur Reihe veröffentlichten Katalog wird dieser Film nicht ein einziges Mal erwähnt. Sein Regisseur, Hans-Schott Schöbinger, nur einmal und dort auch nur in einer Aufzählung von Beispielen für den Heimatfilm. Somit dürfte innerhalb dieser gesamten Reihe Schott Schöbinger neben Richard Häusler und Anton Kutter, bezeichnenderweise zwei Regisseure, die ebenfalls im Heimatfilm arbeiteten, der am wenigsten bekannte sein. Dessen Filmschaffen so gut wie nicht erschlossen ist, auch wenn die Filme inzwischen dank des Internets und einiger intimer Vorführungen zumindest irgendeine Art von Rezeption haben. Schott Schöbinger, der Regisseur des Films, wurde 1901 bei Graz geboren und reüssierte in den 1930er Jahren als Schauspieler an den wichtigsten Bühnen in Wien. Ab 1936 wirkte er auch in Spielfilmen mit und, wie es auch schon im Theater der Fall gewesen war, entwickelte bald auch Regiebereitschaft. 1949 entstand sein erster Film. Ab 1954 konnte er fast jedes Jahr einen und mindestens einen Film drehen. Darunter finden sich Titel wie Erzherzog Johanns große Liebe von 1950, Der Bauerndoktor von Bayerisch-Zell von 1957, Der Pastor mit der Jazztrompete von 1962, bevor er 1964 nach dem Lustspiel Die drei Scheinheiligen, darunter also in den Hauptrollen unter anderem Harald Junke und Willy Milowitsch, also wirklich sehr erfolgreichen Unterhaltungskünstler in der damaligen Zeit, für einige Jahre pausierte.
Also nach 64 pausiert er für einige Jahre, um Ende der 1960er Jahre einen zweiten alterserotischen Frühling zu feiern. Mit dem Trio Andrea, wie ein Blatt auf nackter Haut, von Haut zu Haut und die nackte Bovary. Und immerhin werden Sie sehen, dass das Interesse am Erotischen schon in Nackt wie Gott sie schuf sehr dezidiert da ist. Der Film, eine deutsch-österreichisch-italienische Koproduktion mit zwei italienischen Hauptdarstellern, wurde von Schott Schöbingers eigenem Verleih D4 in die Kinos gebracht, dessen Vorsitzender er selbst war. Die in dieser Zeit in weiten Teilen der Filmkritik noch vorherrschende erzkatholische Grundhaltung führte zu heftigen Verrissen und Abratungen des Films. Besonders ambitioniert zeigte sich hier, wie so oft, der katholische Filmdienst. Ich möchte einen Abschnitt aus dieser Meinung unseres Kritikers, wie es im Filmdienst hieß, zitieren. Diese Andeutung gehäufter Peinlichkeiten und Widrigkeiten mag genügen. Selbst in einem nichtgläubigen Publikum macht sich etwas wie Scham bemerkbar vor der Ungeheuerlichkeit, mit der in diesem Film katholisches Ordensleben, Gebet und Heilige Schrift zur Folie von Glaubenshass und Gier entwürdigt werden. Ganz zu schweigen von der kläglich unwissenden Rohheit eines Gewissenskonfliktes, wie sie auch der zugrunde liegende Roman Bilderbogen von Perkonig schwerlich enthielt. Selten noch war ein Reißer so vorbehaltlos abzulehnen wie dieser. Und man kann natürlich sagen, gerade bei dieser Art des Abratens wird das Interesse an dem Film um ein Vielfaches entfacht. Insofern, wir können uns alle auf sehr interessante Filmvergnügen freuen. Im Kontext des eingangs erwähnten Versuchs dieser Reihe, dem BRD-Kino der 1950er Jahre, einen anderen Stellenwert zu geben, möchte ich abschließend zwei Aspekte herausgreifen. Also einerseits die offensichtlich von italienischem Populärunterhaltungskino der Zeit beeinflusste rasante Emotionalität des Films. Man wird genauso in eine fremde Welt entführt, als wenn man als deutscher Zuschauer der Zeit einen italienischen Film sehen würde. Ähnlich wie einige Jahre später Helmut Keutner, in einem anderen Gestus natürlich, sich mit Die Rote zum italienischen Kino geneigt zeigte. Ein Film, der in den nächsten Tagen auch hier im Filmmuseum läuft. Und ferner, den zweiten wesentlichen Aspekt, die Kameraarbeit von Franz Weihmeier, einem der großen Fotografiekünstler der Zeit, neben Klaus von Rautenfeld etwa, der schon aber in den 1930er Jahren einige der großen Meisterwerke des deutschen Kinos dreht. Und die Aquacolorpracht, die wir gleich sehen werden, ist tatsächlich unbeschreiblich. Ich wünsche uns eine gute Projektion.